Die Regierungen lügen. Alle NATO-Regierungen. Sie führen keinen Kampf gegen Terror. Sie betreiben selbst Terrormanagement. Die Leute, die da auftreten, die da Anschläge begehen, sind in 95% der Fälle den Sicherheitskreisen sehr, sehr gut bekannt. Die Überwachung dieser Kreise ist lückenlos. Ganz genau. Die können gar nicht husten, ohne dass die Geheimdienste das erfahren. Wenn also etwas passiert, wissen wir, die stecken mit drin. Das Buch weist nach, dass alle Terroranschläge in Europa seit Mitte der 90er Jahre, dass bei allen diesen Anschlägen und Anschlagsversuchen Informanten, V-Männer, Undercover-Agenten westlicher Geheimdienste dabei waren und federführend dabei waren. Das heißt, keine einzige Mordaktion, weder Madrid März 2004, noch London Juli 2005, noch die Kofferbomber, noch die Sauerlandbomber, noch die Anschläge in der Pariser Metro 1995, noch der Straßburger Weihnachtsmarkt 2000. All das hätte nicht ins Werk gesetzt werden können oder versucht werden können, ohne das Zutun westlicher Geheimdienste. Ja, da muss man sich doch hinterfragen. Ohne jetzt, man soll nicht davon hüten, jetzt der ist, der arbeitet dafür oder jeder Dritte abzählen. Nein, so einfach geht es nicht. Aber man muss hier auch Klartext sprechen. Das ist organisiert und von außen hineingetragen. Das sehe ich auch so. Wir stehen vor einem Finanzcrash. Wir haben gewaltige innenpolitische, währungspolitische, finanzpolitische, wirtschaftspolitische Probleme. Wir wollen nicht, dass die Bevölkerung hier sich ihr Mütchen an den Regierungen kühlen, wie diese Regierung das verdient hätten. Und also lenkt man sie ab mit solchen Anschlägen. Und schließlich haben wir das politische Echo. Da werden die Bürgerrechte eingeschränkt, die Passrechte werden eingeschränkt hier in Deutschland. Das liegt alles binnen Tagen auf dem Tisch. Eine Regierung, die Terrormanagement betreibt, über Verteidigungsminister, Außenminister und Innenminister, das sind die drei, die schuldig sind und in den Knast gehören, in jedem NATO-Land, die werden natürlich sich überlegen, wann setzen wir einen Terroranschlag ein. Den setzen wir dann ein, wenn wir das Gefühl haben, die Bevölkerung wird in irgendeiner Form unruhig, weil ihr das politische Umfeld nicht passt. Sie setzen es dann ein, wenn sie meinen, sie brauchen das, um bestimmte bürgerrechtseinschränkende, demokratiefeindliche Gesetze nicht durchkriegen zu können. Also dann macht man das. Überwachung, ja. Also mehr Überwachung und so weiter, sowas dann, ähnliches, dann, das Passgesetz, das verabschiedet wurde. Zum Beispiel. Nicht? Das sind eben die Punkte, wenn die Bundesregierung das Gefühl hat, aha, wir kriegen das Gesetz auch ohne Terroranschlag durch. Gut, dann werden vielleicht ein paar Leute verhaftet, weil das sind ja zwar gemanagte Kreise, aber die sind ja noch in der Lage, auf zwei Beinen alleine zu gehen. Also Terrormanagement ist ein sehr kompliziertes Geschäft. Wir kennen das zum Beispiel auch aus dem Fall NSU, wo ein Inlandsgeheimdienst, der Bundesverfassungsschutz, ganz offensichtlich die Politik hatte, eine rechte Killergruppe sich ans Bein schnallen zu müssen. Mit der Erschießung der Täter in diesem Wohnmobil. Mit der Erschießung der Täter in diesem Wohnmobil. Dass Sie gerade gesagt haben, die Erschießung der Täter hat nichts mit Verschwörungstheorien zu tun, die dann wieder kommen. Täter durch sie selbst. Wir lassen das mal einfach jetzt so stehen. Das sind die Fragen, um die es hier geht. Wenn wir sehen, wo das in Zukunft hinläuft, brauchen wir einfach nur zu schauen, wie sind denn die Rahmendaten? Haben wir Krisen? Dann sichert sich eine Regierung ab, indem sie die Bevölkerung kirre hält durch solche gelenkten Attentate. Und das sind im Prinzip vom Managementstandpunkt her zugelassene Attentate. Aber die ist Leute, das nicht die eine sehr heftige Anschuldigung? Das ist eine extrem heftige Anschuldigung. Es wird Zeit, dass sie immer lauter geführt wird. Ganz offensichtlich funktioniert. Wir sehen, alle sind abgelenkt. Wir stehen mitten im Billionendiebstahl durch die Finanzmafia, gelenkt durch die Europäische Zentralbank, um Schrottpapiere in diesen Größenordnungen aufzukaufen, so dass die Schweiz vor Schreck aus dem Euro flüchtet und bringt den ganzen Laden ins Wackeln dadurch. Und das muss man natürlich dringend ablenken. Kann ja nicht sein, dass die Leute plötzlich auf die Idee kommen, sie wollten der Finanzmafia ans Leder gehen. Ja, das wäre voll daneben. Dann braucht man einen Terroranschlag.